zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ein bisschen, nennen wir es, peinlich für mich, denn ich teste eine App, die ich vorher noch nie hatte, aber die so ein bisschen in der Szene immer mehr populär wird. Das heißt, ich muss sie auch testen und ich dachte mir, was wäre sinnvoller, als es nicht gemeinsam mit euch zu testen. Und zwar dreht es sich um die App Musical.ly. Ich glaube, die meisten von euch werden diese App kennen, nur Sandra hängt wieder hinterher. Ich habe mir diese App jetzt einmal auf mein iPhone gezogen und ich melde mich jetzt da einmal an und dann würde ich sagen, let's get it started. Es geht ja in diese App einfach darum, okay, das ist sie nicht, das ist DHL, in diese App darum, so ein bisschen zu tun, als wäre man der jeweilige Star und man kann halt Musiklieder nachstellen. Und ich gucke mal, was es da alles so Schönes gibt. Wie gesagt, ich habe... Alles klar. Ich weiß das jetzt nicht. Okay. Alles klar. Ich habe mich da jetzt, wie gesagt, einmal angemeldet, habe da so ein Bildchen reingemacht. Und dann gucke ich mal. Ich würde jetzt einmal auf das Kreuz gehen. Ja. Musik auswählen. Zuerst aufnehmen aus der Bibliothek. Musik auswählen. Deutsche Hits, deutsche Szenen, popular Dance. Ich entscheide mich jetzt mal für Dance. Das wird richtig peinlich, Sandra. Ich speichere auch alle Dinge ab, sodass ich das hoffentlich auf meinen Computer ziehen kann und euch zeigen kann, wie ich mich zum Affen gemacht habe. Okay, es gibt allerhand mega viele, was auch immer. Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal auf popular. Und Wake Up. Ich muss erstmal reinhören. Nee, kenne ich nicht. Okay, ich versuche es einfach mal mit Pink. Just Like Fire. Man kann dann hier noch auswählen. Langsam, normal, schnell, rasch, was auch immer. Normal. Und dann geht's los. Achso, ich sollte mir vielleicht vorher was überlegen. Ich lösche das jetzt nochmal. Und los geht's. Sieht bestimmt echt affig aus, wenn ihr das da überseht und ich mich hier und... Oh mein Gott, ich versauere einfach. Ich bin echt eine Nullnummer. Das nächste ist nicht Fire, sondern Magic, aber ich höre es mir mal an. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass es so ein bisschen zeitversetzt ist. Also die Lippen stimmen nicht überein mit dem, wie der Text quasi ist. Ich mache einfach nochmal ein anderes. Nehme ich jetzt einfach mal Meghan Trainor Me Too. Das finde ich eigentlich auch ein ganz nettes Lied. Und versuche mal auch mal mein Glück. Wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna. Okay. Ich habe mich jetzt für ein anderes entschieden. Wenn man denn so ein bisschen eine Idee hat, dann geht's. Versuchen wir es noch einmal. Das wollte ich gar nicht. Einmal noch. Aber wer so ein bisschen talentiert ist in so Musicals nachstellen oder überhaupt Musik, ist das, glaube ich, eher was für euch. Verstehe nicht, warum das nicht übereinstimmt. Kann ja auch hören und ich bin ja nicht so blöd. Ich mach's mal langsam. Ich
Das ist doch nicht langsam. Was ist denn dann schnell? Und was ist dann rasch? Hä? Das macht für mich jetzt gerade gar keinen Sinn, wieso langsam mega schnell ist und rasch mega langsam. Aber klärt's mir ruhig in die Kommentare. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt noch 100 Mal mache, ich finde die App gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es ist aber eher was für jemanden, der auch ein bisschen mehr Ideen hat als ich. Also ich sitze jetzt hier in meinen eigenen vier Wänden und da ist es, glaube ich, nicht ganz so cool. Wenn man zu zweit ist, glaube ich, ist es auch eher was, aber so alleine ist es okay. Also ist jetzt nicht mein Favorit, das ist jetzt nicht die App, die ich jetzt immer nutzen würde, aber ich verstehe halt nicht, wieso meine Lippen nicht mit dem übereinstimmen. Wahrscheinlich wäre ich einfach zu blöd. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne unten rein, ob ihr diese App auch benutzt oder schon mal ausprobiert habt, ob es was für euch ist oder eher nicht. Und dann würde ich mich aus diesem Video verabschieden. Ich werde das jetzt noch 20.000 Mal versuchen, ob ich da jetzt irgendwie noch reinkomme, warum es nicht funktioniert bei diesem Lied. Ich war's und Nick. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Es war aber ein kleines Experiment, mal etwas anderes auszuprobieren und mal nicht unbedingt irgendwelchen Beauty-Kack, sondern sich mal ein bisschen zum Löffel zu machen und auch mal über sich selbst lachen zu können. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Fühlt euch gedrückt. Eure Sandra. Tschüssi.